Wow, das lief bis jetzt schon bescheiden. I knew it. Okay, warte, die sind mit dem beschäftigt. Let's go, jetzt ist meine Zeit. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute spielen wir mal wieder irgendwie die Beta. Ihr seht es vielleicht am T-Shirt, dass es immer noch derselbe Tag ist. Ich habe gerade eben das Video endet, wenn ich angehalten werde, gemacht. Das ging relativ schnell rum. Ging nur 2 Minuten 59 oder so. Ich habe ja noch ein bisschen geschnitten, also noch weniger. Es ging komischerweise sehr schnell, aber es war mir irgendwie klar, dass es schnell ging. So, wir machen jetzt einfach mal eine komplett normale Folge, ja. Versuchen so viel RP wie möglich zu machen. Banken auszurauben und, Banken auszurauben, sage ich schon. Tanken auszurauben. Und wer geht mir hier auf den Sack? Wer geht mir denn hier auf den Sack, hä? So, ich nehme mein Porsche Cayman S. Ich nehme mein eigenes Auto, mein Junge. Der ganze Glotze. Ich glaube, es ist Ehrenick. Jetzt kann ich sehen, wenn ich im Auto sitze. Wir werden auf jeden Fall schön die Tanken mal ausrauben und so mal gucken. Auf jeden Fall sowas werden wir machen, ja. So, dann fangen wir doch direkt hier mal an. Oh, hier steht ein Polizist. Dann tun wir einfach mal nur tanken. Der Polizist wird uns doch wahrscheinlich genüsslich auf den Sack gehen. Wir tanken jetzt einfach mal, ne? Er stellt sich natürlich instant dahin. Eigentlich darf man ja da nicht campen, deswegen, ne? Müsste eigentlich gebannt werden. Mann, Digga, ich muss auch erstmal wieder reinkommen. Sorry, Ehrenick, aber Ehre, dass du hier bist. Jetzt rastet er wahrscheinlich gerade so vollkommen aus, dass ich gesagt habe, Ehre, dass er hier ist. Digga, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, oh, ich sehe nix, die Sonne blendet. Warte, aua, bin ich geblitzt werden. Haha. Ach, Digga. Ist das Nerverei hier? Ich bin gerade vollkommen scheiße im Fahren, Alter. Was ist das? Okay, wie sieht's denn hier oben aus mit der Tanke? Jetzt wurde ich geblinzt. Es war ja so klar. Bruh. Au, Junge, ich fahre auch überall gegen. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ach, da steht auch Polizei. Die sind überall am Campen. Die campen überall. Ja, fahr raus, fahr weg. Ich glaube, Nick hat jetzt ein Problem, weil er gerade einen Polizisten raufgefahren ist. Und ich bin gerade voll dagegen gefahren. Super. Packen jetzt mal extra behindert. Und tun mal jetzt die Fines bezahlen. Ich glaube, ich habe kein Geld verloren tatsächlich. Ja, da wird Nick verfolgt. Was will er denn jetzt? Was will er denn jetzt von mir? Warum setzt er sich bei mir rein? Jetzt hat er die Scheiße an der Hose. Warte, ich muss tanken. Mann, Alter, ich kann echt nicht mehr fahren. Obwohl, ich kann mir mal meine Farbe ändern, oder? Vielleicht fährt der Nick irgendwo anders hin. Machen wir mal rot. So. Okay, warte, die sind mit dem beschäftigt. Let's go, jetzt ist meine Zeit. Es ist meine Zeit gekommen. Schnell! Und weh, die Scheiße ist leer, Digga. Ich krieg kacken. Ach, wow. Sie ist leer! Tja, Marcel, jetzt musst du kacken gehen. Okay, aber man kann mich trotzdem nicht verhaften. Ich bin nicht wanted. Okay, leider ist sie leer. Okay, das hat dich auch gar nicht so interessiert, dass ich versucht habe, die auszurauben. Hä? Super, man kennt. Der arme Nick. Aber ja, gut. Wenn er der Polizei so hart reinfährt, dann ja. Kein Wunder. Das ist natürlich dann kein Wunder, dass das dann passiert, dass er mit zwei Polizeiwagen ihn versuchen zu stoppen. Hier war doch irgendwann mein... Okay, hier ist kein Blitzer. Alles klar. Hier war eigentlich mal einer gewesen. Vielleicht bin ich auch schon dran vorbei und bin einfach nur blind. So, ich wollte eigentlich schon... Sprachen lernen, Bubble. Zur Jet-Tankstelle, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man da anders hinkommt, außer zur Total-Tankstelle zu fahren und da dann durch den Tunnel. Ich glaube, es gibt noch einen anderen Weg. Falls ihr den wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare hinterlassen. Ach man, Alter. Wollt ihr mal eine Crash-Compilation und eine Bordstein-Compilation sehen? Also sozusagen ein Video, wo ich in Roblox einfach gegen irgendwelche Leute fahre oder wie jetzt gerade gegen Balkone. Gegen Fußgängerüberwege oder sowas. Lasst es mich gerne in die Kommentare wissen, kann ich gerne machen. Da kommt bestimmt ein 10-Minuten-Video raus oder so. Also 8 Minuten ist doch safe. So oft, wie ich jemanden reingefahren bin oder mir reingefahren ist oder sonst was, das ist schon viel, viel, viel gewesen. Oft passiert. Deswegen, ja. Jetzt versuchen wir mal bei der Jet-Tank. Ach, safe, ist da auch wieder ein Polizist am Hocken, ne? Oder es wurde gerade ausgeraubt oder so. Oh, kein Polizist. Ist jetzt random, dass da jetzt gerade niemand ist. Scheint auch niemand drin zu hocken. Und weh, der ist jetzt auch schon ausgeraubt worden. Dann habe ich keinen Bock mehr, du. Aha. Ah, boah, 1210. Jetzt bin ich wanted. Jetzt kann ich natürlich auch kein Team wechseln. Das heißt, wir müssen jetzt die ganze Zeit als Bürger bleiben, bis wir festgenommen sind, wir werden. Oder ich glaube, wenn ich rejoine, ich glaube, dann bin ich im Gefängnis automatisch. Ich glaube, das war so. Ich höre die Polizei schon. Das war, glaube ich, die... Ja, das war sowas von die falsche Richtung, die Begriff. Ah, oh, nee. Hä? Obwohl... Vielleicht doch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch wirklich nicht. Okay, das war doch die richtige Richtung. Ich glaube, in der anderen Richtung waren die. Oder so. So, warte mal, hier kommt wieder ein Blitzer gleich. I knew it.
Was? Hello there. Oh mein Gott. Ich wusste, dass hier ein Blitzer kommt. Aber ich wusste nicht, dass er so behindert steht da. Wusste ich wirklich nicht, dass er so behindert vorm Haus steht, Alter. Junge. Richtig, richtiger Abfuck. Heiliger. Fahren wir jetzt nochmal hier hin, eventuell. Langsamer. Okay. So. Komm, ein bisschen Gas geben. Dann wieder langsam fahren. Wieder langsam fahren. Mittlerweile weiß ich einfach, wo die sind. I knew it. Ich höre Polizei, aber ich weiß nicht, ob die hinter mir sind oder die jemand anderes suchen. Das scheint dumm zu sein. So, bitte, bitte, bitte. Ich glaube, der kommt hier hin. Als ob es immer noch leer ist. Okay, oder wieder. Ach, kacke. Wow, das lief bis jetzt schon bescheiden. Jetzt lief es noch bescheiden, also wirklich. Wir haben bis jetzt eigentlich kaum was geschafft. Ohne Scheiß. Ja, das ist jetzt natürlich belastend. Da ist der Erenik wieder. Und da, wo der Erenik ist, ist die Polizei auch nicht weit weg. Brauchst mich nicht anzurufen, ich habe schon gesehen, wer du bist. Oh, da war ja auch ein Blitzer. Oh. Ich krieg hier noch zu viel, Digga, von diesen Blitzern. Einfach nerven seinen oder Urgroßvater, ey. Bleiben jetzt einfach mal hier stehen. Oh, ich muss, glaube ich, auch mal... Ach, es geht aber noch. 28 Liter ist noch viel. Ah, wir können gerade ausfahren. Ja, gucken wir mal in der Total vorbei, was da los so, also was da so abgeht. Blitzer. 50 ist hier, glaube ich, oder? Abbremsen, abbremsen, abbremsen. Er kennt den Trick auch schon. Ah ja, stimmt, man kann ja auch so. Ich würde mir gerne auch mal ein neues Auto kaufen, ganz ehrlich. Hier den AMG da zum Beispiel oder so. Aber, komm, mir fehlt da noch Geld. Wie sieht's denn hier aus? Geh da jetzt einfach hin, Digga. Die Polizeiabsperrungen schrecken mich nicht ab. Oh, wow, geil. Es war sogar was drin. Es war jetzt nicht viel, aber es war wenigstens mal was drin, ne? Nicht wie bei der anderen Tankstelle, wo nichts drin ist. War. Aber ich glaube, jetzt habe ich ein dickes Problem. Obwohl, ich könnte alles auf Nick schieben. Er könnte natürlich jetzt auch Nick gewesen sein. Ich tue mal so, als würde ich normal fahren. Er haut ab. Ich stehe ja noch ganz normal. Obwohl, hat der Typ jetzt eh nicht gesehen. Fährt mir jemand rein ohne Grund. Kannst du auch links dran vorbeifahren? Ja. Ja. Ja! Ja! Baby! Oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Er ist verwirrt. Hiep, hiep. Geil. Digga. Der hat ja sogar gesehen, dass ich rausgefahren bin. Er hätte auch easy schnüffeln müssen, dass ich das war oder so. Bruder, das war anders episch. Lol. Digga, was ganz groß. Was ganz dringend groß, ey. Da muss ich erstmal einen Schluck McDonald's trinken. No Werbung, Spaß. So. Hab ich was getrunken? Hier waren jetzt keine Blitzer, glaube ich. Hoffe ich. Ja, okay. Die Kurve kriege ich. Oder auch nicht. Ha! Ich wusste das. Oh, hier komme ich nicht hoch, oder? Schwierig. Jetzt? Nein. Okay, ich muss hier wirklich... Egal. Wir kriegen es hin. Jo, ich kann echt nicht mehr fahren, Alter. Ist unbedingt mal zur Fahrschule oder so. Okay, dann gucken wir mal, was denn hier so los ist gerade. Hauptsache die Schnelligkeit lügt die Polizeifahrzeuge einfach nicht. Okay, gut. Ne, letztendlich. Obwohl, na, eigentlich zur RP gehört das eigentlich dazu. Auch wenn hier die Blitzer sind, ja, ist klar. Aber, so, ja. Jetzt nochmal eine zweite Chance mit dem Blitzer da hinten. Nochmal eine zweite Chance. So, jetzt kannst du mich aber mal gerne haben, ne? Ja. Hältst du mal lieber deinen Mund, ne? Da hältst du mal lieber deinen Mund. Fahr ich denn jetzt hin eigentlich, Leute? Ich wollte eigentlich zu irgendeiner Tanko hinfahren. Ja, Mann. Egal, dann fahren wir so. Oh. Und mir fehlt nicht mehr viel, dann habe ich 100.000. Also 100.000. Okay, weiter, dann fahren wir hier runter. Hallo, fahr. Okay, let's go mit meinem Porsche. Den sollte ich nochmal tanken auf jeden Fall. Hier hat niemand gesehen. Ich bin nicht in die falsche Fahrspur gefahren. Wir können ja mal gucken, was so die Autos kosten. Ich glaube, man braucht auch EP. EP, sag ich schon. XP. Da kann man sich auch einige Autos mit freischalten. Ob man die direkt hat oder ob man sie dann sich kaufen kann, weiß ich halt nicht. Audi A6, Buick. Könnten wir tatsächlich kaufen? Ist aber schlechter als der Cayman S. Okay. Es, ja. Opel Astra? Alter. Ey! Das ist eigentlich verboten, soweit ich das weiß. Das ist verboten. Das ist eigentlich... Ich weiß ganz genau, dass das Spawn Schutz ist. Also, dass das eine Safe Zone ist. Das heißt, die Polizisten... Dürfen ich da eigentlich gar nicht holen. Theoretisch könnte jetzt, würde ich jetzt irgendwie jemanden von Köln anschreiben, die beiden bannen, weil sie mich festgenommen haben in einer Safe Zone. Soweit ich weiß, ist das eine Safe Zone. Da darfst du niemanden festnehmen. Das weiß ich. Was haben sie gemacht? Juckt die wahrscheinlich eh nicht, die tun mich jetzt ins Gefängnis. Naja.
Dann würde ich sagen, beende ich damit die Folge, weil... Ja, weil halt einfach das jetzt wieder unnötig ist. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt rein, ob es wirklich eine Safe Zone ist. Laut meiner Meinung ist der Spawn eine Safe Zone. Schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Abonniert diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert diesen Kanal für den Support. Abonniert diesen Kanal, klickt auf das letzte Kack-Video. Abonniert diesen Kanal, lol.